Der Bericht erscheint zu einer Zeit, in der die globale Wirtschaft sich erstmals von ihrer langjährigen Talfahrt erholt. Die Schwellenländer verzeichnen weiterhin positives Wachstum und die Wachstumsprognosen für die Industrieländer weisen erstmals höhere Werte als in der jüngeren Vergangenheit auf. Dieses Wachstum gestaltet sich jedoch sehr uneinheitlich. In dieser Hinsicht untersucht der Bericht diejenigen Faktoren, die ein solches Wachstum nachhaltig und langfristig gestalten können. Dies sind zum Beispiel öffentliche Institutionen, die Infrastruktur, das Gesundheits- und Bildungssystem sowie die Arbeits-, Kapital- und Gütermärkte. In den Industrieländern schauen wir uns zudem noch an, inwiefern sich dieses Wachstum innovativ gestaltet. Das ist zum Beispiel die Stärke der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Universitäten oder auch der Schutz der Eigentumsrechte. Wir untersuchen in diesem Jahr die Wettbewerbsfähigkeit von 144 Ländern. Die Schweiz steht hier zum 6. Mal in Folge auf Platz 1, dank ihres sehr guten Abschneidens in allen Bereichen der Wettbewerbsfähigkeit. Sie ist dicht gefolgt von Singapur auf Platz 2. Die USA können erstmals seit 5 Jahren auf Platz 3 aufschließen und auch Japan kann sich um 3 auf den 6. Platz verbessern. Deutschland fällt um 1 auf den 5. Platz. Es zeichnet sich weiterhin durch sehr gute Institutionen, Infrastruktur und Innovation aus. Weiterhin profitiert es von einem guten Bildungs- und vor allem sehr guten Ausbildungssystem. Ein sehr rigider Arbeitsmarkt stellt jedoch weiterhin ein Hindernis zu gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit dar. In den sogenannten BRICS-Staaten dominiert weiterhin China auf Platz 28, weit ab vor Russland auf Platz 53, Südafrika, Brasilien und Indien. Generell sehen wir hier in den letzten Jahren eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder. In Europa sehen wir weiterhin eine Wettbewerbsfähigkeitskluft zwischen Nord- und Nordwesteuropa, wie zum Beispiel Finnland auf Platz 4 und Süd-Südosteuropa, wie zum Beispiel Griechenland auf Platz 81. Diejenigen Länder, die am schwersten von der Krise betroffen waren, wie zum Beispiel Spanien und Portugal und Griechenland, haben in den vergangenen Jahren begonnen, ihre Arbeits- und Gütermärkte zu reformieren und dies schlägt sich positiv in der Rangliste nieder. Die wirtschaftliche Erholung, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben und der eine sehr expansive Geldpolitik zugrunde lag, muss nun dringend durch notwendige Strukturreformen untermauert werden. Der Mangel an diesen Strukturreformen, den wir in einigen Industrie- und Schwellenländern sehen, droht ansonsten den noch sehr fragilen Aufschwung zu gefährden. In dieser Hinsicht spielen intelligente Investitionen eine Schlüsselrolle. Dies sind Investitionen in die Bildung, das ist die Schul- und Universitätsbildung, die Ausbildung, aber auch die Erwachsenenbildung, das heißt also das lebenslange Lernen, sowie Investitionen in das Innovationspotenzial eines Landes. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Wachstum sich integrativ gestaltet und jeder am wirtschaftlichen Leben teilnehmen kann. Wir sehen, dass die bestplatzierten Länder in unserer Rangliste, wie zum Beispiel die Schweiz oder Singapur, sehr gut in diesen Bereichen abschneiden. Generell sehen wir, dass dies nur geschehen kann, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen. Das sind die Unternehmen, die Politik, aber auch die Universitäten und die Zivilgesellschaft. Wir hoffen, dass alle Akteure den Bericht nutzen, um die Stärken und Schwächen ihrer Wirtschaft zu identifizieren und gemeinsam den Dialog miteinander suchen, um gemeinsam an einer Lösung dieser Hindernisse zu arbeiten.